Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Fae-Farm. So, wir sammeln jetzt mal hier alles ein. Muss man einsammeln können, so viel ist es nämlich nicht. Können jetzt... Ja, nochmal ein bisschen, würde ich sagen, nach unten gehen. Wir müssen ja noch die Topasse holen. So. Wir wissen ja, dass wir sie entsprechend besorgen müssen. Besteht ja eine Chance, dass wir welche bekommen. Wohlgemerkt, es besteht eine Chance, das heißt nicht, dass wir welche bekommen. Hier ganz kurz gucken. Ja, komm, ich nehme auch mit, komm. Alles, womit wir irgendwie ein bisschen Geld verdienen können. Und dann kommen wir schon in die nächste Etage. So. Und da bin ich schon wieder. Zack. Oh, das war knapp. Dann jetzt hier lang. Du hast jetzt nichts. Ihr habt auch nichts. Ihr habt auch nichts. Okay, wunderbar. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Schauen hier unten nach. Und hier ist auch nichts. Okay. Wir müssen jedenfalls einmal kontrollieren, ob hier irgendwas ist. Ich werde jetzt auch kein Eisen sammeln. Wirklich nur rein, runter, Topas, Zitrinen, was auch immer gerade hier verfügbar ist. Und das mir gönnen. So. Hier ist weiter nichts. Hier ist noch... Oh, hier ist sogar sehr viel. Egal, den Hit nehme ich hin. Na, komm. Und nächste Etage. Ist auch gerade nicht so viel, wie ich mir das gerne wünschen würde. Das war schön viel. Ach, komm. Das nehmen wir auch noch. Oh, dafür, dass hier viel sein soll, ist hier gerade ganz schön wenig. Da hatten wir bei dem anderen schon ein bisschen mehr. Aber vielleicht ist ja hier hinten noch was. So. Nö, hier ist nichts. Okay. Aber damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Das werden wir sie nicht in unserem Aufgabenheft haben. Die Aufgabe ist abgeschlossen. Das ist das, was zählte. Ich musste noch nie gegen einen Tohuwabohu kämpfen. Aber einmal habe ich mich auf einen Stuhl gesetzt und ihn kaputt gemacht. Ich finde, das zählt als Berufserfahrung, oder? Dank dir ist es wieder sicher, das Feenreich zu besuchen. Vielen Dank. Egal. Ich habe ein Do-it-yourself-Projekt begonnen, aber mir sind die Materialien ausgegangen. Könntest du welche für mich besorgen? Eichenstamm? Nee. Außerdem, ich möchte auch bei ihm nicht landen. Ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, mit wem, aber... Allgemein fand ich da jetzt nicht so wirklich einen ansprechend. Und es fehlt hier auch so ein bisschen diese Personality von den Charakteren. Klar, kurze Texte, schön angenehm für so ein Let's Play. Man kann kurz mal so ein bisschen darüber reden, so lalalala und das war's dann. Aber es fehlt so ein bisschen echt die krasse Personality. Das ist doch nochmal was hier. Da hatten wir das, das Ferrit. Das ist dann gleich fertig. Ach komm. Bringen wir es zum nächsten Tag. Ich mache mit euch eine Wette. Aus den Kartoffeln werden Süßkartoffeln. Würde ich fast drum wetten.
Schön. 5275. Es regnet immer noch. Ernsthaft? Warum ist denn aus dem nichts geworden? Feldarbeit Stufe 11. Und der Rest wächst. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir bekommen haben. Können wir ja gleich gucken. Erstmal Kartoffeln haben wir bekommen. Das habe ich gesehen. Und Zwiebelsamen. Okay. Dann pflanzen wir 3 Zwiebeln. Und 3 Kartoffeln. Und den Rest können wir dann eigentlich, ja. Verkaufen. Ich bringe wir erstmal rüber. Das packen wir auch erstmal rüber. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, hier. Da, guck mal. Guck mal einer an. Ist das jetzt hier alphabetisch nach Typ? Ne, nach Typ. Danke. Genau, jetzt nach Typ sortiert. Polierte haben wir hier nicht mehr. Nein. Okay. So, dann können wir jetzt. Wartet. Topas brauchen wir. Das heißt also, hier können wir verkaufen. Das sind schon mal 1000. Dann gehen wir runter und dann können wir auch schon wieder ins Feenreich gehen. Wir brauchen ja so gesehen Silber, ne? So. Ich glaube, 10 Stück brauchten wir. Das heißt, 5 Stück können hiervon noch rüber. Und dann packen wir hier eine Rose noch dazu. Zack. Oh, guckt euch das mal an. Es gibt doch hier wieder Geld hoch 10. Bärenmarmelade. Okay, das nehmen wir auch. Why not? Jobaufgaben. 8? Na, komm. Jetzt muss ich das produzieren. Oh nein, ich bin so doof. Dann kann ich die auch verkaufen. 10 Stück, 8 Stück kann ich weggeben. Na gut, dann habe ich jedenfalls ein bisschen Geld. Naja. Und hier noch einen Tag warten, ne? Ja. Und hier kann ich noch einen Stand eröffnen. Reicht das vielleicht? Nein, 7000 Florin. Ach. Kann ich mir die größere Tasche holen? Nein. 8000 Florin. Ach. Ich hab echt ein Pech, oder? Naja, gut. Ach, der braucht da unten noch. Dann pflanzen wir schon mal die Zwiebeln. Schön, dass er jetzt eins schon da entsprechend gleich schon wieder mit Dünger vollgestopft hat. Jetzt müssen wir echt noch kurz warten, bis das fertig ist. So. Und dann hier die Kartoffeln. Ja, komm, pflanzen, pflanzen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann kann ich den Rest jetzt erstmal hier. Das kann rüber. Das kann rüber. Und das kann rüber. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal. Das machen wir sofort. Zu den treibenden Ruinen und weiter runter. Ja.
Und durch da. So. Ebene 5. Erstmal müssen wir jetzt hier kämpfen. So. Okay. Damit haben wir das schon mal. Und dann Ferrit abbauen. Und genauso auch hier Amethyst. Auch Ferrit sein, ne? Ja. Alles an Ferrit einsammeln, was irgendwo geht. Es könnte sein, dass wir es nämlich nochmal brauchen. Für irgendwelche Siegel oder so, habe ich gehört. Hier, glaube ich, können wir jetzt auch noch normal durch. Genau. Okay, und ab jetzt müssen wir wieder suchen. So, jetzt heißt es wieder suchen, suchen, suchen. So, hier haben wir das, das, das. Oh, 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 oh. So, und weg mit dir. Eichenstamm ist auch schon mal gut. Das ist nochmal Ferrit. Oh, Nummer 1 haben wir schon mal. So. Wo müssen wir denn hier überall lang, ey? Ausweichen. Ach komm. Nix Ding. So. Alles hier schön leer machen, aber wir haben immer den letzten gefunden. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Wo könnte der letzte sein? Ah, oh, sowas ist doch immer. Gehen wir hier runter, hier runter. Dann gehen wir hier lang. Gehen hier lang. Und sind hier wieder am Anfang. Das heißt also, der muss hier irgendwo sein. Da ist er. Nummer 1 und Nummer 2. Wir brauchen aber Silber. Und Silber kriegen wir, glaube ich, erst ab Stufe 10. Mana auf Chance plus 1. Rexing. Knollensalat. Jawoll. Ein Mana schadet es, fehlt es uns nicht, ne? Oh, da sind schon wieder so viele Gegner. Lässt mich mal schön in Ruhe. So, das nehmen wir auch mit. Ach, die Sporen sind es. Ah, okay. Die habe ich noch nicht gesammelt gehabt. Interessant. Die Frage ist halt jetzt...
Knollensalat. Oder auch nicht essen. Danke. So. Muss ich da hinten runter? Nee, ne? Genau. Zack, zack. Hat er mir gerade die Richtung angezeigt, in welche ich gehen muss? Kann das sein? Stufe 10. Wow. Krass, dass die Statuen einen angreifen. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Eieiei. Ah. Okay, ich bin hier weg. Danke. Wow. Die sind echt böse. Diese Statuen sind echt böse. Komm. So. Zauberspruch ändern. Als ob ich den Zauberspruch ändern könnte. So, ich muss da runter. Boah, da sind nochmal so viele Gegner. Boah, das gibt's nicht. Okay. Jetzt habe ich hier echt ein Problem. Okay, nee, habe ich nicht. Ich habe es gefunden. Das ist krass. Wie der Schwierigkeitsgrad hier angestiegen ist, ne? So, hier hüpfen wir jetzt einfach mal so runter. Na komm, hier sind hundertprozentig auch Statuen, die einen angreifen. Hier ist nichts, was irgendwie aussieht wie Silber oder so, ne? Ach, genau, das Falsche. Oh, ich wollte es eigentlich so haben. Könnte das funktionieren? Das könnte funktionieren, ja. Das Ei. Da ist schon wieder so eine Statue. Ich hau erstmal ab. Und? Das nehmen wir auch mal mit. Komme ich denn hier am besten raus? Ach nein. Jetzt wird es aber hier eng mit dem Essen. Okay, ich muss zurück, das bringt so nichts. Ich brauche besseres Essen. Ui, das war knapp. Geh mal raus. Ich habe jetzt wirklich kein Silber gefunden. Ich habe im Massen Ferrit gefunden, aber kein Silber. Vielleicht finden wir Silber auch erst auf Stufe 12. Kann auch sein.
Das heißt, das muss ich jetzt erstmal lassen. Das war eine interessante Expedition, muss ich sagen. Interessant, aufschlussreich. Die Heimat des Ferit. Okay, das heißt also, dafür brauche ich schon mal 4 Stück, damit ich das herstellen kann. Und dann Rosenquarz. Also da kann ich einen herstellen. Silbererz. Ich kann 3 Stück herstellen. Das ist ja eigentlich auch schon mal eine gute Sache. So, was habe ich denn? Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber, das kann definitiv rüber. Mach so. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ja, ich kümmere mich schnell noch um die Tiere. Ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Thank you.